Hey Leute, herzlich willkommen wieder hier bei Unboxing Extrem und ihr wisst Bescheid, worum es heute geht. Fettes Paket, der Sponsor cultplanet.de, Link in der Beschreibung. Und vielen Dank dafür nochmal. Hier geht's ab. Also, ich würde sagen, riesiges Paket fängt man sofort an mit aufmachen. Oh ja. Ich mach mal dieses Plastik-Ding hier weg oder ich lasse es einfach. Schnell nochmal durch. Geht nicht zu tief rein, sonst macht ihr doch was kaputt. Also ich glaube, es sind ein paar... Ich nehme den Sportteil. Es regnet Gold. Es regnet Gold einmal. Es regnet Gold zweimal. Dreimal. Viermal. Oh, eine Erzieherin. Und fünfmal. Es regnet fünfmal Gold. Ist das nicht krass? Wir haben einfach fünf Displays der Premium Gold Edition. Man könnte vermuten, dass wir ziemlich scharf auf die Karten sind, die hier drin sind. Das ist natürlich, das kommt jetzt ganz falsch rüber. Wir wollen einfach nur viele Unboxings machen für euch. Gell? Genau. Ihr habt auch genau da so Spaß dran wie wir. Und nur noch kurz, um den Satz zu erklären, es regnet Gold. Es regnet Gold, steht nämlich auf jeder verdammten Displaybox drauf. Es regnet nämlich Gold, verdammte Scheiße. Ja, Leute, das hier ist eins der besten, ja, wahrscheinlich das beste Gold-Set, das es gab, oder die Gold-Series, die beste, die es gibt. Und leider auch die letzte, glaube ich, soweit ich weiß, die wir bekommen werden. Aber bevor wir jetzt da so groß viel drum rumreden, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein so ein Ding auf. Und, ja, Leute. Dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Boah, ist so krass. Ich würde ja noch kurz den Kartentext hinten vorlesen, weil der auch wirklich mal was Informatives wirklich mit sich bringt. Ja, weißt ja. du. Also, Premium Gold enthält einige der größten Hits aus dem alten Gold Series Sets, ergänzt um tonnenweise neue Karten und führt zusätzlich die ganz neue Zelda-Stufe Gold Secret ein. Aha, Gold Secret. Bis jetzt waren Gold-Rare-Karten nur über eine begrenzte Anzahl von Läden verfügbar. Premium Gold hingegen wird überall erhältlich sein, wo du das Yu-Gi-Oh! Trading Card Game sonst auch kaufen kannst. Gold-Rares für alle! Gold-Rares für alle! Genau, Gold-Rares sind die Könige des Blinks. King goldener Kartenrand, goldener Rand um die Abbildung, goldener Rand um die Textbox, goldener Kartenname und für Monster goldene Stufen oder Rangsterne. Ziemlich geil. Die neuen Gold Secrets nehmen all das und packen die Volltextur der Secret Rare Karten nach oben. Also, drauf. Da könnt ihr euch vorstellen, wie die Dinge dann wirklich fangen. Also, wird in kleinen Kartons verkauft, ein Booster Pack mit 10 Karten enthalten. Jeder Premium Gold Pack enthält 4 Gold Secret Rares und 6 Gold Rares. Jede Gold Rare Karte ist entweder eine brandneue oder nie zuvor die Karte sein oder eine der legendären Götterkarten aus der originalen Yu-Gi-Oh! Serie sein. Okay. Das ist schon mal sehr viel. Also hier ist wirklich dann das Beste aus allen Gold Series enthalten. Deshalb verknickt man das am besten. So, und jetzt anfangen, genau. Also Leute, wenn das mal nicht heftig werden kann. Ich fange an mit dem ersten. Okay, du fängst an mit dem ersten. Also es ist ein recht leichtes Pack. Man merkt, dass da nur ein kleines Pack von Karten drin ist. Aber das macht's. Und auf der Rückseite ist, glaube ich, wieder genau gleiche Text, den wir gerade vorgelesen haben. Genau, und das erinnert so ziemlich an die Haunted Mine. Sieht also genau gleich aus wie Gold Series 5 von der Größe her. Genau, also ziemlich viel Plastik um ein besonderes Pack drumherum. Das ist dafür ein richtig cooles, fettes Pack. Das ist ein cooles und fettes Pack. Ich greife mal herum. So. Hoppla, ich hätte fast runtergeworfen. Nein, du hast es nur umdrehen wollen und das nicht stehen. Oh ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir brauchen, glaube ich, ein bisschen Platz für Gold Secret Gold. Also, wir haben erstmal ein. Der geflügelte Drache von Ra in Gold Secret Rare. Was? So, Leute, ich zoome mal ein bisschen rein. Da kann man das ganz gut sehen. Kannst du mal kurz den weißen Stecker einstecken, bitte? Das ist hier ein bisschen glitzert. Es gibt da unten nur einen einzigen weißen Stecker. Genau. Dann geht's weiter mit Gimmick-Marionette, traurige Puppe. Ah, jetzt sieht man es besser. Ich zeig nochmal den Ra. Wie schön er glitzert und schimmert in allen Farben des Rabogens. Oh mein Gott! Und wir haben gleich mal Bierse. Also ich sag einfach Bierse, ist mir egal, ob das so betont wird oder nicht. Für mich ist das Bierse. Ja, da scheiden sich ja die Geister. Nur 31 Verkörperung der Bestrafung. Na, ich glaube, offiziell heißt er schon Bios. Ja, Kairos, der Schattenmonarch. Okay, das sind jetzt die Gold Secrets. Genau, das sind jetzt 4 Stück. Und Leute, schaut es euch mal an. Das ist einfach ein Glitzer. Geil. Ich glaube, Explodierdrache, wenn ich es richtig gelesen habe. Mhm.
Schwarzflügel-Waffenmeister. Und die, Leute, schaut mal auf die Schrift von dem Dingern. Die sind auch nochmal so wie Parallel Rare. Also so richtig. Ein Riser, der Sturmmonarch. Besonders. Oh, und ein Galaxie-Augen-Photon-Drache, der einfach so geil aussieht in Gold Rare. Einfach nur geil, Leute. Ich find's genial. Geil. Und ein verbotener Kelch. Forbidden Chalice. Allein die Karten sind schon einfach nur heftig, oder? Ist doch einfach nur cool. Also, ich würde sagen, hier unten machen wir so einen Götter und hier noch so ein paar. Ein Bielse-Stapel, schon klar. Ein Götterstapel. Wie ist es ja schon? Sowas wie neuer Gott und sterblich und so. Also, es regnet weiter Gold. Nee. Das ist sehr komisch. Reiß es einfach auf. Ich will es aber nicht kaputt machen. Aber ich muss es tun, weil der Kleber zu heftig ist. Und ja, diese Karten oder dieses Pack ist ziemlich schnell ausverkauft gewesen. Überall, wo man das bestellen konnte, war schon ein paar Tage nach dem Release, war schon ausverkauft. Was ziemlich heftig ist, weil der Ansturm einfach so krank ist, weil, ja, ihr seht es ja selber, die Karten sind ziemlich cool. Und da freut man sich auch wirklich drauf. Deshalb, es steht auch hier erste Auflage drauf, deshalb kann man erwarten, dass da auch noch ein Reprint davon kommt. Und falls wir bis dahin noch nicht genug von den Karten bekommen haben, werde ich sie auch vielleicht von der unlimitierten Serie was sehen. Okay, ich würde sagen, machen wir weiter mit den Gold Secrets. Gar-Gar-Gar-Akademie Notfallnetzwerk. Also wirklich, die Schrift ist schwer zu lesen, weil es einfach so glitzert. Nummer C9, Chaos Dyson Sphäre. Gimmick Marionette Magnetpuppe. Sieht auch cool aus. Und Chronomale Stadt Babylon. Dann, hier, die Todeswache, Schwarzflügel-Rüstungsmeister, Brecher, magischer Krieger, Explodierdrache, finstere Eruptionsdrache, der erste Reprint von dieser Karte und dann auch noch so eine hohe Rarität und Kolossalkämpfer. Finde ich auch sehr schön. Cool. Ist auf jeden Fall ein tolles Pack. Weiter geht's schon. Aber der Kleber ist echt einfach zu heftig. Ja, schon, gell? Der ist einfach Premium. Wahrscheinlich ist es echter Goldkleber. Einzig allein für dieses Set angefertigter Premium-Goldkleber. Natürlich. Also. King of Bling. Ritter Dickbauch. Das ist die meistbegehrteste Karte in diesem Set. Also die wollte ich auch unbedingt. Und auch diesen Wobby wollte ich auch. Ein Werkzeug-Mecha-Drache. Der ist auch neu. Der ist heftig cool. Den haben wir auch bisher noch nicht gehabt. Eine Gimmick-Marionette Humpty Dumpty. Dynaterium. Das ist irgendwie ein Hund mit Sonnenbrille. Eine Bottomless. Auch cool. Ein Gold Rare. Urmaterial-Drache. Sieht auch super aus. Raikou in Gold. Ein Chinzo in Gold. Ein Gizno. Ein verbotenes Kleid. Und Honest. Oh, der sieht einfach auch einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Karten, auch die Bilder, die glitzern einfach viel mehr. Voll heftig. Das ist echt krass. Das macht auch echt Spaß, die Karten aufzumachen, weil es einfach so viel Gutes ist. Danach wird es wahrscheinlich die Schnauze voll haben, aber. Ja, ich glaube, wir werden sie einfach nicht alle auf einmal machen, dann verteilt sich die Freude und dann haben wir auch alle mehr davon. Oh Gott, mehr davon. So. Also, nochmal kurz. Mir erinnert mich die Verpackung an After Eight, weil sie so grün ist. Die ist einfach Premium. Guck dir das an. Hier der Lorbeerkranz, also ist ein richtiges Caesar-Pack und auch hier so. Caesar-Pack. Ja, Caesar Salad. Limited Premium Gold Edition. Of the Max, to the Max. To the Max? Oh, na endlich! Darauf warte ich schon das ganze Set. Okay. Lautloser Wobby. Der ist cool. Der sieht witzig aus. Und der hat einfach einen richtig geilen Namen. Und sieht auch einfach bling bling aus. Ne? Dann Gimmick Marionette Humpty Dumpty. Chronomaler Tullerwächter. Chronomales Gordischer Knoten. Oh Gott. Gold in Gold Rare. Geil. Gold Wu-Fürst der finsteren Welt. Was ist denn Wu-Fürst? Ja. Blauäugige ultimative Tracht. Der musste einfach rein. Das sieht aber scheiße aus mit Lila und Gold, aber passt schon. Gold ins Lila. Plug Spread oder Sauchen verbreitender Zombie. Riser. Dunkles Magiemädchen, ganz vergessen, dass die auch drin ist. Mit kleinen Herzchen im Hintergrund. Interessant. Und Einzelfeuerblüte, die hatten wir vorhin noch schon mal in Kommen. Aus dem Astralpack. So, und dann. Boah, so viele Gold-Rare-Karten. Hammer.
Und ich finde es irgendwie interessant, es gibt von diesem Pack auch verschiedene Ausgaben. Also in Amerika zum Beispiel, da gibt es in so einem Pack, die sehen auch ein bisschen anders aus, gibt es 3 Booster, wo dann jeweils nur 5 Karten drin sind. Und das ist irgendwie ziemlich anders. Ein Dynaterium. Chronomal Stadt Babylon. Geist eines Grolls. Eine ziemlich beliebte Karte. Und eine Nummer C15, Gimmick Marionette. Darf ich mal kurz durchlesen? Riesiger Träger. Falls dein Gegner 8 oder mehr Karten in deinem Friedhof hat, die ATK aller Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert werden, zu 0. Puh, Supi. Heftig. Spiegelkraft. Kennen wir. Tyrantial hatten wir auch schon heute. Das Wolst. Das Wolst Galf. Wolst Lichtpulsardrache. Passend zum die Eclipse Wyvern. Darkflare Dragon. Und eine Feuerformation Tanky. In Bling. Okay. In Bling. Blink Rare. Blink Rare. Da. So. Gut, das okay, war's. Okay, Leute. Zum ersten Unboxing der Yu-Gi-Oh! Premium Gold Edition. Also ihr seht, hier geht's dann schon heiß her, was so an... Oh Gott. Das allein sind nur die Gold Secret Rares und die sind ja noch das weniger häufige, seltenere in diesen Packs. Weil okay, ich würde sagen, die Highlights sind eindeutig... Spiegelkraft. Ja, genau, nein. Und Lichtpulsar ist cool. Ein Bilse. Der. Soll ich wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Diabolischen. Bilse von den diabolischen Drachen. Aha. Dann Lonefire, bodenlose Fallgrube, ein Kleid, ein Honest. Todeswache ist auch ganz gut. Lichtpulsar, kolossaler Kämpfer. Und oh Gott, so viele gute Karten. Das ist unglaublich. Und dann haben wir noch einen. Winged Dragon of Ra. Also hier der geflügelte Drache des Ra ist auch nochmal ein Highlight. Wunderschön, super toll. Bis zum nächsten Mal, Leute. Man sieht sich. Ciao.